Yo Leute, habe die Ehre Gamer Engineers. Willkommen zum 11. Part. Ja, 10 haben wir jetzt schon hinter uns und ich weiß endlich, wo ich hin muss. Verdammt. Im letzten Part haben wir den Farbdungeon abgeschlossen und den Traumschrein, bei dem ich ja fast wirklich buchstäblichst explodiert wäre. So, ich habe mal mich informiert, was denn eigentlich jetzt zu tun ist. PS habe ich nachgeschaut, wie man das Ganze anfängt und tatsächlich, ja klar, spawn halt in mir. Ich nehme sowieso nur mehr die Hälfte Schaden. Nee, da geht es einfach nur darum, dass ich jetzt natürlich etwas schneller bin als vorher. Und im Übrigen habe ich ein interessantes Replay geplant für nächstes Jahr. Ich weiß nur nicht, ob ich das... Okay, ich habe eine Fee. Und zwar werde ich tatsächlich Skyward Sword und Ocarina of Time let's playen. Ich habe ja schon einmal Ocarina of Time versucht zu let's playen, das ging irgendwie nicht so gut. Und jetzt ist die Frage, ob ihr Bock habt, ob ich das vielleicht in 4K mal probieren soll. So, ja, wir müssen jetzt zu diesem Muschel, was weiß ich was das genau ist. Und dann müssen wir, soweit ich jetzt weiß, ich habe das nämlich auf dem Bildschirm, diese komische Karte, die ich mir da mit Photoshop gezeichnet habe. Also ich habe es nur gelesen, leider habe ich im Moment noch keine Website gefunden, bei der das dabei aufgezeichnet ist, wo man da hin muss. So. Upp. Verpiss dich. So. Gut. Aha, okay. Das war gerade eine geile Battle mit der Sau. Bam. Hey, da liegt ein Fünfer. Gib her. Bam. Gut. Also, am besten ihr portet euch genau hier hin. Und danach geht ihr folgenden Weg. Also ihr geht mal hier runter. Dann, soweit ich sehe, hier lang. Und hier ist eine Treppe, Leute. Ganz bitter. Aber ja, es ist so. Dann hier drinnen. Ja. Kann man nur weiter, wenn man eben schon die Pegasus-Stiefel hat. Und im Übrigen werde ich dann relativ bald versuchen, genug Muscheln zu bekommen, um eben diesen Magneten zu holen, und dann werde ich ein paar Muscheln farmen gehen. Und jetzt sind wir in Zoodorf. Moment mal, das gab's schon mal. Okay, nein. Okay. Na, es gibt manche Brunnen, die kann man tatsächlich aufsprengen, wenn es denn wahr ist. So, ja gut. Jetzt ist es natürlich so, dass wir da hier nicht ganz weiterkommen. Es gibt hier einen Geheimweg und den solltet ihr eigentlich auch nehmen. Das wäre sehr gesund, denn der führt instant zu einem Walross. Ey, mach auf, du Fettsack. Morgen. Blöd. Der pennt natürlich, als wäre er dort festgewachsen. Leider. Okay. Und hier hinten führt das direkt zu einem der Herzteile. Das müsste ein... Oh, es ist erst ein drittes, okay.
Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Also, man benötigt zur Information Marin für das Ganze. Ja. Sonderlich intelligent ist der Gegner hier jetzt auch nicht gerade gewesen. Wenn ich das mal mit Verlaub so sagen darf. Aha. Ja, ist klar. Zum Glück nehme ich jetzt hier nur mehr den halben Schaden. Ach, den kann ich hier mit Bomben auch killen, oder was? Was? Aha. Ja gut, den Lackaffen hier zu besiegen, ist nicht schwierig. Aber ich bin es nicht gewohnt, dass Link zwei Felder überspringen kann. Das ist in den... Also, ich meine, ich habe die Oracle Games mal gespielt. Jetzt im Nachhinein einmal, aber... Das ist halt... Wie weit komme ich mit dem... Nicht weit genug. Dafür werde ich dann wohl das andere Item aus dem 5. Dungeon brauchen. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich weiß natürlich nicht, wie die Belegung aussieht. Das dürfte aber hoffentlich klar sein, man kann sich nicht alles merken. Okay. Natürlich gibt es in Zodorf auch einen Teleporter, den werden wir auf jeden Fall benutzen. Denn ich habe keinen Bock mehr, das Ganze hier zu laufen. Ich glaube, der einzige... Also, ich glaube, wir müssen sogar einmal noch so gehen. Weil ich glaube nicht, dass sich Marin teleportieren kann. Wäre mir neu. Weil wir natürlich genau die jetzt hierher holen müssen. Das ist natürlich besonders blöd. Und im Übrigen muss ich euch eine geheime Szene zeigen. Das ist nämlich etwas, das habe ich mit Absicht gegoogelt. Leute, die das Originalspiel kennen, die erinnern sich vielleicht, oder was heißt, also frühere Versionen kennen, ich weiß nicht, ob es in allen so war, aber ich glaube, es war dann nur in der Deluxe-Variante so, dass man Fotos machen konnte. Falls sich da jemand dran erinnert. Schauen wir mal, ob wir hier noch Geld finden. Nö. Also Leute, wir müssen hier zu Marin gehen. Schon klar, ne? Die ist da oben. Hm. Ach nein, stimmt ja, die ist ja jetzt woanders. Mann, bin ich blöd. Ach, hallo Komet, dich sehen wir auch mal wieder. Und man kann hier sogar über diese Abgründe jetzt runterspringen. Oh, achso, nein, das sind ja nicht die Fliegenden. Oh, und Link kann diese komischen Dinger kaputt machen. Cool. Endlich mal eine sinnvolle, volle... Ja. Sprachen lernen, Bubble. Nein! Verdammt. Wisst ihr, was ich mich schon immer gefragt habe? Was eigentlich passiert, wenn ich diese Bananenstauden rahme? Aha, okay. Gibt es irgendwas Spezielles? Oder gab es irgendwas Spezielles? Nee.
Ach, jetzt kann ich den Affen vertreiben. Nee, das bringt so gut wie gar nichts. Das bringt gar nichts. Die beiden Bäume sehen mir, also nicht der jetzt hier, aber die sehen mir verdächtig aus. Sind nämlich die einzigen Bananenbäume? Nee. Nee, 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 Leute, das war's. Okay. Ah. Moment, ich habe die Truhe nie geöffnet. Hm, ist sowieso noch Fuffi drin. Und selbst wenn die respawned ist, so schlimm. Ah, da ist Marin, ja genau. Okay. Oh, Link, schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du ein bisschen mit mir sitzen und reden? Ja, warum nicht? Das kommt mit Sicherheit aufs Thumbnail. Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Tarin sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe da draußen auf dem Meer. Und wo komme ich dann her? Ich bin angespült worden, nicht vom Himmel gefallen. Aber Tarins Stärke ist sicher nicht denken, das wäre ja ganz was Neues. Aber da muss es etwas geben. Link, schmeiß dich ran! Als ich dich am Strand gefunden habe, Link, war ich ganz außer mir. Ich habe dich für ein Zeichen der Götter gehalten. Link, du Idiot! Wenn ich eine Möwe wäre, dann würde ich ganz weit fliegen und für alle auf der Welt singen. Und Pommes klauen! Die Viecher sind aber sehr aggressiv. Also, die klauen alles von Toast bis hin zu kleinen Fischen, die man so im Delikatessenladen bekommt oder sowas. Also, da bleibt man nicht verschont. Ich meine, ich war einmal in Finnland, da haben wir solche gesehen. Da wurde sogar einem irgendwas geklaut. Ich glaube, einfach nur ein Stück Fleisch aus einem Kebab oder sowas. Aber das war trotzdem lustig. Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Wir werden sehen. Hallo Link, hörst du mir überhaupt zu? Irgendwann möchte ich mit dir dahin gehen, wo du herkommst, Link. Ich sag's aber gleich, ich hab nicht aufgeräumt, oder? Vergiss, was ich gesagt hab. Was ist? Ich soll mit dir zum Walross gehen? Also gut, dann mal los. Alter, wo schaust du hin? Das geht ja gar nicht. Marin kommt mit, das ist die Gelegenheit. Link freut sich über den Anblick. Marin ist steif vor Scham. Fuck, das ist schon wieder zweideutig. Okay. Im Übrigen gibt es ein Level 2 Schwert für die Muscheln. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Part erwähnt habe, da war ich schon sehr müde. Aber ich musste halt mal was machen und ich kann auch irgendwie nicht anders nach einer Zeit. Ich muss einfach was let's playen. Es geht nicht anders. Ja! Ah, da wurde noch von meinem alten Schlag getroffen. Gut, wenn man... verpiss dich. Wenn man jetzt hier mit Marin hingeht, ganz an die Spitze, dann bekommt man eine geheime Szene zum Sehen.
die ich euch natürlich hier gerne zeigen möchte. Das erste Mal, dass wir zusammen unterwegs sind, Link. Das ist aber ab heute unser geheimer Treffpunkt. Link, na komm schon. Willst du mir etwas sagen? Ja, Link, jetzt! Jetzt! Du Vollidiot. Ja, normalerweise wäre hier dann, ich glaube, Tarin oder was weiß ich, mit der Fotoquest gekommen. Die gab es ja vor einigen Jahren in der Deluxe-Variante, gab es sie auf jeden Fall. Aber ich glaube, in der ursprünglichen, allerersten Version, also sprich der Schwarz-Weißen mit nie ohne ein Kondom, glaube ich nicht. Das ist die nie ohne ein Kondom-Version. Ach, die kann ja auch rennen! Oh, oh. Erwähne jetzt nicht das Wort Honig. Los, komm schon, Marin, der pennt eh ganz tief. Ich sollte den Bildschirm vielleicht schwarz machen, wenn ich sowas mache. Sag mal, kannst du nicht mal den Fünfer für mich einsammeln? Okay, nee, dann würdest du... Naja, sie würde ihn nicht behalten, glaube ich nicht. Aber ich kann ihr Herzen kaufen. Gibt's da nicht was Neues? Oh ja, den Blödsinn. Ja. Es gibt Kammersteine zu kaufen. Die gehören zu Boris Quest, der hat ein paar Herzteile für uns und ich glaube auch Muscheln, wenn es wahr ist. Keine Ahnung. Über die Muscheln oder generell über die Boris Quest mache ich mir Sorgen, so wie ich den fünften Dungeon hinter mir habe. Was jetzt eigentlich auch ziemlich wurscht ist, denn wir werden uns jetzt erstmal teleporten. Und zwar nach Zoodorf. Ich möchte heute zumindest in den Dungeon hineinkommen. Im nächsten Part werden wir vermutlich dann den Dungeon direkt abschließen, denn der vierte Dungeon ist echt lächerlich. Da ist gleich das Schwierigste der Boss oder so, wie das war. Apropos, und wenn wir schon mal hier sind... Soweit ich mich erinnern kann, ist hier die Tauschquest weiter. Küchenchef Bär. Hallo, ist das etwa eine Honigwabe? Oh. Hey, das ist Banjo. Honigwaben aus Banjo-Kazooie. Und Banjo-Tooie. Muss ich auch mal hochladen, das Let's Play. Das gibt's ja schon. Aber ich bin am überlegen, weil das kann ich nämlich eigentlich besser. Genau so eine brauche ich. Würdest du sie gegen eine Ananas tauschen? Und ich war aber gegen Ananas getauscht. Mhm. Ja, warum nicht? Ich schulde dir wirklich was für deinen köstlichen Honig. Was meinst du mit, war doch keine große Sache. Stell dein Licht mal nicht so unter den Scheffel. Wenn du nichts Besonderes wärst, würde dich die kleine Mare nicht so ansehen. Aha. Willst du was essen, Schatz? Hey, nicht hier in meiner Küche. Okay, ich gehe ja schon. Ja gut, unser Rendezvous müssen wir leider woanders hin verlegen. Hier in Zoodorf leben Tiere. Huhu, das ist ja Marin. Ja, ist sie. Oh, das ist eine weitere... Nun ja, leicht perverse Szene, denn im Original hat er dieses Nilpferd im Akt gemalt. Ja, hau ab. Richtig gesehen, ich bin Krokodilus.
Die nächsten Statuen der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet, aber du scheinst doch mir auch nicht besonders Kunst interessiert. Naja, stimmt eigentlich. Ich bin nicht besonders Kunst interessiert, hab so mittelmäßige Photoshop-Skills, mittelmäßige Videoschnitt-Skills. Also an den Künsten bin ich nicht sonderlich interessiert, mir geht's mehr um, sagen wir es mal so, Spielmechaniken, Taktiken und Programmierung. Also, ich leg mehr Wert auf eine gute Engine als auf eine gute Grafik. Und das ist ein Seltenheitswert heutzutage. Leider. Und dann gibt's noch die Leute, die, ja, einfach nur durch Inhalt, wenn man das so nennen darf, an Fahrt gewinnen. Fortnite. Größter Dreck gehört verboten. Boom. Das ist ja das Walross. Soll ich es aufwecken? Ja, bitte drum. Ja, das Walross ist wach. Jetzt können wir zur Durstwüste weiter. Arschbombe! Das ist aber jetzt jemand, da ist aber jetzt jemand munter. Zum Glück kann man sich teleportieren. Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, diese Karnickel. Tja, dann gehe ich jetzt mal mit ihm nach Sodorf. Komm doch später auch mal vorbei, Link. Naja, klar. Ja, gut. Boah, hey, das sind ja Pokis, Super Mario Gegner. Okay, ja. Dass die Sandkriecher hier sind, das war klar. Den Kaktus sollte ich besser nicht angreifen. Gut, ich glaube, da komme ich nicht durch. Gut, die See bringt Wellen, der Schlaf bringt Träume. Beide vergehen am Ende. Was willst du mir damit sagen? Shit. Blöde Mistviecher. Aber was wolltet ihr mir genau damit sagen? Das war irgendwie zu leicht. Die Eule hat doch was von der Durstwüste gelabert, oder bin ich jetzt komplett blöd? Wer wagt es, auf dem Sand herumzulaufen, um meine Ruhe zu stören? Oh! Das ist ja ein eigenartiges Vieh. Ach, das ist das. Oh. Verstehe. Kann ich dich mit Pfeilen besiegen?
Ja, kann ich. Ich brauche ja einfach nur stehen zu bleiben. Mann, ist das viel blöd. Na gut, Leute, wenn ihr nichts zu tun habt, könnt ihr euch ja jetzt einen Kaffee holen oder sonstiges. Das ist gar nicht so einfach, wenn er so kommt. Bestens, er ist tot. Gut. Womit wir den Schlüssel hätten. Und schon wieder vom Boden verschluckt werden. Naja, egal. Du hast den Wunderschlüssel erhalten. Naja, ich weiß auch, wo man den einsetzt. Das werden wir in dem Part, glaube ich, auch noch schaffen. Wunderschlüssel, Wunderschlüssel. Hinterm Wasserfall ist es... Dass die Karte jetzt aufgedeckt wird, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Der Wunderschlüssel, der muss hier hin. Heißt, wir werden jetzt ratzfatz hier hingehen, uns da nach oben beamen und das war's dann auch schon für die Folge. Mann, haut doch ab, ey. So gut schmeckt Link auch nicht. Ihr wollt nicht wissen, wo der schon überall war. Und wenn, dann würde ich ihn vorher gründlichst waschen. Oh nee, nicht schon wieder die nervige Eule. Mann, verpiss dich. Der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Du sollst zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Tja. Ups. Ich wollte da jetzt eigentlich durchrennen, aber ist auch egal. Wir werden jetzt den Dungeon öffnen. Mann, endlich. Hat ja ganz schön gedauert. Ups, nein. Hier. Tantalöhn. Oder Berge, Höhe, was weiß ich. Keine Ahnung. Gut. Los! Wie ist denn der da reingekommen? Sag mal, kann ich den vielleicht dazu bringen, dass er hier reinspuckt? Nicht uninteressant, nicht uninteressant. Ah, und jetzt können wir auch mal da oben vorbei. Verstehe. Gute Sache. Gut, 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 gut. Ich werde da mal schauen, was da oben ist überhaupt. Haben wir dann Teleporter nach oben? Ich meine, es ist sowieso nicht mehr was übrig für die Folge, aber für die nächste ist es dann soweit. Ciao, Leute!